Hallo Leute, willkommen wieder zu einer neuen Folge GTA San Andreas Real Life. Und zwar, ich habe gerade vor 3 Minuten von Paul Holly von den Triaden Leaderschaft eine Antwort bekommen, dass ich bei den Triaden angenommen wurde. Und ich suche den jetzt und lade mich ein. Danach kann ich euch mal was ganz Neues zeigen. Und ich immer wieder diese Civi-Sache. Aber ich muss erst mal gucken, ob der überhaupt noch da ist. Ist Paul nicht da? Ne, Paul Walker ist da. Warte, die hießen irgendwas mit Holly. Muss ich mal kurz nachschauen, ob jemand mit Holly gerade existiert. Ryan Holly, nee, der ist es nicht. Ich schau gerade. Wo ist der Silent Holly? Ich glaube Silent Holly. Warte mal, Leute, ich mach kurz mal einen Cut und schau mal kurz nach, wer das war. Und zwar, es war Silent Holly, den rufe ich jetzt direkt mal an vor euren Augen und frage den Mann nach: Hey, wurde bei euch angenommen? Kriege ich ein Invite? So, das wäre super. Mal gucken, was der nette Herr antwortet. Man sollte jetzt ein Invite bekommen von denen und danach könnt ihr mal sehen, wie die Triaden aussehen. Die haben voll die coolen Skins, finde ich. Frage ich mal, was das ist. Ich glaube, die laden mich gerade ein. Da kommt gerade kein Ton von euch. Und ich kann euch noch zeigen, ich habe einen K-Binder geholt. Damit wir nicht mehr diese Sachen da haben, mit dem hinterher rennen, schließen und so, mache ich jetzt einfach per Tastendruck. Okay. Dann warten wir mal. Der letzte Silent Holly nimmt uns nochmal rein. So, und ihr könnt auch sehen, ich kann euch mal was ganz Neues zeigen, das ist total geil. Und zwar der Kevin-Latten-Tempomat. Den stellen wir zum Beispiel auf 100. So. Und der fährt jetzt mit 100 km/h und ich mache gar nichts. Einfach nur mit den Pfeiltasten nach rechts, links. Mehr nicht. Ich find das einfach nur geil. Dass ich nicht viel machen muss. Natürlich macht jetzt gerade so gestörte Geräusche, aber man muss halt einfach die Maxgeschwindigkeit angeben. Und wenn man den Tempomat deaktivieren will, muss man einfach nach vorne, muss man noch ein bisschen Gas geben und danach aktiviert er sich auch. Deaktiviert er sich. Ah, da oben wohnen gerade ein paar Leute. Eingebuchtet ins Prison. Können die Prison Break machen. Ich will nur gerade gucken, wie schnell fährt er denn. 120 eigentlich. Und es hat, also der Cabin hat auch irgendwie besondere Funktionen und sowas, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Also ich muss schon gleich mal gucken, welche Dienste noch, was für Befehle man da hat. Da habe ich keine Ahnung. Frage ich mich. Aha, mal gucken, wir warten jetzt mal. Du kannst dein Handy gut haben. Ah, die Verbindung zu deinem Gesprächspartner wurde unterbrochen. Oh, unser Guthaben ist leer. Gehen wir zur Bank. Das macht er doch gut, ey. Warte, dann schalten wir unseren geilen Tempomat an. Hau noch 120 km/h. Der fährt jetzt einfach mit 120 km/h. Während ich mit euch rede, fährt er. Das ist einfach geil. Da kann ich euch mal alles zeigen. Aber wir müssen halt erstmal umpacken und so. Halt Motorrad dahin und so. Oh, der ist ja doch nicht so weit, der Format, weil der fährt wirklich schnell. Das ist geil. Ich habe mich auch gerade eben bei den Triaden zweimal beworben sogar. Und beim ersten Mal wurde ich abgelehnt, weil ich halt einfach nur so eine dumme Bewerbung schrieb. Dann habe ich mich ja irgendwie ausführlich mal ausgedrückt und dann wurde ich angenommen. Finde ich total geil von denen. Die Yakuza gehört zwar die ganze Gegend, glaube ich. Schauen wir mal kurz nach. Ja, der Yakuza gehört alles leider. Ich weiß nicht, ob die Gangfeigen. Dann könnt ihr euch das auch mal zeigen. Das kommt dann aber später noch. Da kann ich euch ja noch zeigen. Oh, jetzt habe ich irgendwie totalen Leck drin. Fuck, jetzt habe ich mich bei dem draufgesetzt. Was ist denn jetzt gerade los? So, was ist denn los mit dir? Boah, nee, setz dich doch nicht der ganze Zeit hin, ey. Ja, klar, jetzt sitze ich auf mein Motorrad. Hammer, ey. So. Da. Was ist denn jetzt passiert? Sorry, mein Mutter. Ah, okay. Dann fahren wir mal zu den Triaden jetzt. Ja, das Fahrzeug ist ja abgeschlossen. Wir müssen jetzt nur per GPS gucken, wo genau das war. Ich glaube bei San Fierro. Fraktionen. Wo ist denn das? Die Triaden müssen die letzten sein, genau. Schauen wir mal kurz auf der Map. Ich weiß zwar nicht, warum ich gerade so behinderte Lags habe. Ich glaube, das liegt daran, dass ich gerade render. Okay, dann wissen wir den Weg hier auch. So, da fahren wir jetzt hin, ohne Tempomat.
Aber der Tempomat ist schon geil, also geile Sache von dem. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, warum das liegt. Entweder update gerade Windows oder wegen dem Rendering. Aber glaube ich eher weniger. Werden wir es. Ja, bin ich auf dem Weg. Ah, bin auf dem Weg. Ah, geil. Ja, natürlich. Ich fahre im Gegenverkehr rein. Ja, und danach sorry sagen. Spaß, ey. Keine Ahnung von Straßenverkehrsverordnung. Boah, schalte ich noch den Motor ab. Ja, komm, schalt den an. Schließ den ab. Ja, so. Ich hab mich gerade aufgelegt, diese ganzen Lags. Dürfte gar nicht. Ja, Hammer. So, jetzt fahren wir wieder weiter. Ich muss jetzt zu den Triaden da hingehen. Warum laden die mich nicht direkt ein? Da kann ich doch direkt da spawnen. Müssen die jetzt unbedingt machen, oder was? Irgendwie gerade übrigens. Muss mal gleich nachschauen. Und wir gucken jetzt kurz mal auf die Map drauf. Ah, wir hatten aber schon gerade eben geguckt, ne? Dann fahren wir weiter. So. Ich weiß echt zwar nicht, von wo der Leck kommt, ey. Ich muss mal kurz an der Grafik rumschrauben. Das liegt, glaube ich, da deswegen. Ich hätte jetzt alles so hoch wie möglich gemacht. Sorry, hi. Hi, machen wir daraus mal. Anti-Lasing. Kann man mit den Pfeiltasten, soweit ich weiß, ändern. Auf 1. So. Nee, auf 2. So, Mindmapping High, Windscreen, Throw, Distance. Schauen wir mal jetzt so kurz, ob das besser geworden ist. Jopp, es leckt nicht mehr. Lag wohl da dran. Jetzt war es mir also davor nie auch noch aufgefallen, aber jetzt ist es besser. Ach, scheiße, scheiße. Das dürfen jetzt die ganzen Hater nicht sehen, die hassen das Zollpflichter. Ich hasse die auch. Aber ich mach's ihm gern. Zoll. Möchte den Zoll jetzt öffnen. Ah, mit X bestätigen. Ach, das macht der vollautomatisch, oder was? Ist ja geil. Das Ding wird jetzt sein, wir werden jetzt nicht mehr in Los Santos wohnen, sondern in San Fierro, weil ich finde das unnötig, immer wieder rüber zu kommen. Weil das, auf die Dauer stuckt das Geld. Ohne Ende sogar. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Bleibt da, dann zeige ich euch mal auch ein bisschen die Base. Ich gehe jetzt, also ich fahre jetzt auch zum ersten Mal zu den Base, weil die Triaden sind ja recht neu. Und da war ich jetzt noch nie. Und ich bin auch fleißig gerade am Aufnehmen GTA, weil ich halt Montag bis Donnerstag, sagen wir mal, nicht aufnehmen konnte. Okay, ich habe zwar Donnerstag aufgenommen, kann es aber nicht hochladen. Weil wir haben auch solche behinderten Hochladezeiten, weil bei mir dauert so ein 15-minütiges Video über eine Stunde. Und diese Stunde kannst du gar nichts machen. Weil es dann hast du eben schlechtes Internet. Und das liegt halt einfach da dran. Müssen wir jetzt mal schauen, wie das so bei den Triaden ist. Ihr habt ja doch gerade im Sinn schon 162 km/h. Joker hat den Bankräuber. Ja, geil, natürlich, natürlich. Hammer, Kevin. Ja, Kevin, fahr mich tot. Was ist denn los mit dir? Was ist das? Ist das denn für ein Assi? Steig aus. Aus hier. Hallo. Mann. Boah, jetzt habe ich auch noch mein Motorrad verloren. Hat der zumindest den Motor an? Ja. Runter von meinem Motorrad, ey. Weg mit dir. Spaß, ey. Ja, dann werde ich drüber fahren. Ja, klar. Hammer, ey. So, ich habe den Motor abgestellt. Bringt nichts mehr. Ja, was ist denn jetzt los mit dir? Ja, was ist los? Ja, was willst du denn jetzt machen? Ach, komm, ey. Spaß, ey. Hau mal ab. Ja, direkt ausloggen. Habe ich aber auf Raps. Total abartig von diesen Menschen heutzutage. Kommt auf dem Motorrad, blockiert mich erstmal eine Runde und dann fragt er noch, oh mein Gott, Joke. Was für ein Joke, ey. Nur weil ich mal kurz wieder vergessen habe abzuschließen, obwohl ich ein Kevin da wieder habe. Ah, der Pech gehabt. So, jetzt bin ich sauer, jetzt war ich schnell. So, Licht ist auch an. Boah, ich hasse diesen Nebel, ey. Der regt mich richtig auf. Nebel, Regen, das regt mich auf.